Hallo, moin und herzlich willkommen hier beim Übedoc. Mein Name ist Georg und heute geht es darum, wann du am besten üben sollst. Ich weiß, im letzten Video, dem Einführungsvideo zu dem Kanal, habe ich versprochen, es kommen jetzt viele neue Videos, auch relativ schnell. Das hat nur leider doch ein bisschen gedauert. Ich musste noch ein Buch fertig machen, wird so im Sommer rauskommen, erzähle ich hier auch nochmal was zu. Dann, ihr seht es hinter mir, es ist immer noch Weihnachtssaison, es war viel in der Musikschule zu tun, viele Schülerkonzerte, teilweise auch Sachen selber zu spielen. Das braucht immer ein bisschen Zeit. Nun ist aber ein bisschen Ruhe eingekehrt. Heute liegt hier neben mir auf dem Tisch der große Jahresplaner für 2018 und da dachte ich mir, wäre doch ein guter Zeitpunkt, um für euch ein Video zu machen zum Thema, wann sollt ihr eigentlich üben. Es wird im kommenden mehrere Videos geben zu den berühmten W-Fragen, nämlich genau 6 Videos. Wir sind heute dran mit, wann sollst du üben? Es gibt ein Video, wo sollst du üben? Wie lange sollst du üben? Wofür überhaupt sollst du üben? Wie genau sollst du überhaupt üben? Was sollst du üben? Ich glaube, da waren wir aber 6. Ne? Wenn nicht, es kommen 6. Heute also zum Thema, wann? Wenn du dich jetzt fragst, wann soll ich üben? Ne? Vielleicht hast du die Stimme von deinem Lehrer im Kopf oder von Mutti oder Vater, die sagen, naja, am besten übst du die ganze Zeit, Mensch, Junge, soll da was bei rumkommen oder Mädel? Ja, und dann sitzt du da und sagst, ja, wo soll ich denn das jetzt noch unterbringen? Wann soll ich denn üben? Die Frage ist, hast du überhaupt eine feste Zeit dafür zum Üben? Ja, weißt du, ich übe immer montags um 2:30. Oder ist es so, naja, wenn es halt gerade passt? Das ist das, was ich selber bei vielen Schülern sehe. Die üben halt dann, wenn sie gerade sonst nichts anderes, Besseres zu tun haben. Deswegen würde ich dir raten, rate ich auch allen meinen Schülern, setz dich mal hin und mach dir wirklich einen Plan, wie deine Woche überhaupt aussieht. Von Montag früh bis Sonntagabend, was habe ich wann zu tun? Teil dir das so in Viertelstunden ein und schreib da wirklich auch die Kleinigkeiten rein. Aufstehen, Frühstück, zur Schule fahren, von dann bis dann Unterricht oder wenn du schon arbeiten gehst, da habe ich Mittagspause, da habe ich das Meeting, da treffe ich mich mit Freunden, da ist immer irgendwie Kinotime, da gehe ich zum Sport, da muss ich mit dem Hund raus, was auch immer. Schreib dir das mal genau auf und schau dann am Ende, wo sind denn überhaupt Zeiten, die vielleicht frei sind, ja? Wo du noch nichts eingeplant hast, wo du sagen kannst, da hätte ich doch Zeit zum Üben. Ja? Oder du siehst vielleicht dann auf diesem Plan, dass es Zeiten gibt, die du übermäßig für eine bestimmte Aktivität verwendest. Zum Beispiel, wenn du einträgst, da schaue ich immer fern. Ja, ich weiß, jetzt kommt der Lehrer raus, so Fernsehen schlecht, Internet ist schlecht, so üb lieber. Naja, kann ja sein, dass das dein Hobby ist, fernzuschauen, mag es geben oder Computer zu spielen. Naja, dann musst du das nicht vollkommen bleiben lassen, Hobbys sind wichtig. Aber vielleicht kannst du davon ein bisschen Zeit abknapsen. Ne? Vielleicht guckst du eine Viertelstunde weniger fern und nutzt das zum Üben. Oder du sagst, Moment, ich gucke da 4 Stunden am Stück Fernsehen, Gott bewahre, dazwischen sind auch Werbepausen. Hm? Mache ich selber gern, wenn ich mal vom Fernseher sitze. Ich habe einfach eine Gitarre neben mir auf der Couch und wenn Werbung läuft, Ton aus, Gitarre nehmen und dann spiele ich einfach meine stupiden Fingerübungen rauf und runter. Klar, ist nicht die perfekte Übeumgebung. Ja, ich sitze nicht auf meinem Übestuhl, ich habe keinen Notenständer da. Okay, ist aber besser, als ich würde gar nicht üben. Wie so ein Plan aussehen kann, habe ich mal vorbereitet. Tada! Ist ein Plan von mir, schon ein bisschen älter. Du siehst, Montag bis Sonntagabend. Ich habe das auch nochmal farblich markiert. Ja, da ist zum Beispiel genau eingetragen, wann ich immer mit dem Hund rausgehe. Ja, immer so eine halbe Stunde, rot markiert. Da sind auch die Fahrzeiten eingetragen. Von der Musikschule wieder zurück oder wenn ich zum Sport fahre. Da ist auch eingetragen, hier immer in lila, wann ich übe. Was aber auch eingetragen ist, sind grüne Balken, nämlich freie Zeiten. Wo ich sage, das ist Zeit, die entweder noch frei ist, wo ich merke, habe ich ja gar nichts, oder die ich mir bewusst frei halte. Wo ich sage, in dieser Zeit steht keine Bürotätigkeit an, da steht kein Sport an, da muss ich ja nicht im Hund raus, da muss ich auch nichts essen, sondern da kann ich machen, wonach mir gerade der Sinn steht.
Wenn mir der Sinn danach üben steht, kann ich da auch noch üben. Wenn mir der Sinn danach steht, aus dem Fenster zu gucken oder Kaffee zu trinken, mache ich das in der Zeit. Mein Tipp, mach dir wirklich diesen Plan. Das muss ja nicht auf Papier sein. Ja, ich lade auf die Internetseite www.gitarre-gießen.de so eine Vorlage für einen Plan mal hoch, dann kannst du den ausdrucken. Du kannst es aber auch heute einfach mit dem Smartphone machen, mit dem Kalender oder auf dem Rechner mit Outlook oder wenn du einen Mac benutzt mit den Programmen, die es da gibt. Mach dir diesen Plan und dann schau mal genau, wo hast du Zeiten zum Üben und trag dir dann das Üben auch ganz bewusst in diesen Plan ein. Ja? Du schaust, nächste Woche habe ich da und da Freizeit, Mensch, da würde das Üben noch hinpassen. In eine Viertelstunde unterteilt. Klar, wenn du eine Stunde irgendwo Zeit hast zum Üben, dann trägst du eine Stunde ein. Und dann gehst du nachher her und gleichst den Plan mit der Wirklichkeit ab. Schaust immer mal abends oder am nächsten Tag so, wie lief es denn eigentlich gestern? Passt der Plan? Oder muss ich da irgendwas nochmal revidieren? Sind irgendwo die Zeiten vielleicht verschoben? Oder ich habe für irgendeine Tätigkeit länger gebraucht, als ich dachte. Erster Tipp, Plan machen. Zweiter Tipp zum Thema, wann üben? Na, immer dann, wann du Bock hast. Ja, klingt jetzt irgendwie banal, ist aber so. Was ich damit meine, wenn du freie Zeit hast und denkst, ich könnte ja vielleicht üben und dann ist dein Instrument nicht da, weil es noch irgendwo im Koffer liegt oder die Decke noch auf dem Klavier liegt, der Notenständer nicht aufgeklappt ist, dann hast du schon keinen Bock mehr. Ja? Also, sorgt zum einen dafür, dass dein Instrument immer zugänglich ist. Ja, die Gitarre schon auf dem Ständer steht oder du siehst es bei mir im Hintergrund, da hängen teilweise Gitarren an der Wand. Ich muss nur zugreifen, kann direkt loslegen. Machst es auch so. Ja, natürlich ist es gut, wenn dein Instrument in der Schutzhülle ist, aber sorg dafür, dass es irgendwie schnell und leicht zugänglich ist, dass du sofort loslegen kannst. Denn dann kannst du in Momenten, wo du sagst, jetzt habe ich einfach Bock zu üben, direkt loslegen. Und was können das für Momente sein? Na, meinetwegen, du kommst gerade gestresst vom Job nach Hause und denkst so, boah, jetzt noch kochen, putzen, waschen, was weiß ich. Jetzt brauche ich erstmal so eine Auszeit. Schnapp dir die Gitarre, setz dich ans Klavier, hol die Flöte raus, was auch immer. Und spiel doch erstmal eine Viertelstunde, ja, um ein bisschen runterzukommen. Das ist vielleicht nicht das effektive, konzentrierte Üben, aber es ist Zeit, die du am Instrument verbringst. Das darfst du dann auch durchaus Üben nennen. Es ist Zeit, die dich runterbringt und es ist wertvolle Zeit, die du am Instrument verbringst. Es ist eine intensive Zeit, weil du einfach in dem Moment Bock drauf hast, was zu machen. Klar musst du auch mal üben, wenn vielleicht gerade nicht so der Sinn nachsteht. Deswegen ja auch der Plan aus Tipp 1. Aber wenn du dann zum Instrument greifst, wenn du wirklich gerade Bock hast, bringt dir das oft viel mehr, wenn es vielleicht nur eine Viertelstunde ist, als irgendwo eine halbe, dreiviertel Stunde, die du da mit Knast dran sitzt und denkst so, jetzt muss ich das hier irgendwie spielen. Was ist noch wichtig zum Thema, wann üben? Viele Schüler fragen mich ja, soll ich nur morgens üben, soll ich mittags üben, soll ich abends üben? Das ist im Prinzip vollkommen wurscht. Ja? Es gibt so in der Lernforschung Theorien, die sagen, naja, am besten morgens, da ist das Gehirn noch frisch, am aufnahmefähigsten. Ich sehe das ein bisschen anders. Nicht, dass diese ganzen Theorien falsch sind, die haben ihre Berechtigung. Aber ich finde, man muss das für sich selber rausfinden. Was ist man für ein Lerntyp? Wann ist man am fittesten? Hast du morgens überhaupt Zeit? Ja, oder kommst du erst irgendwie abends so zur Ruhe und kommst runter und sagst so, jetzt kann ich mich nochmal irgendwie hinsetzen und was machen und bin dann auch konzentriert dafür? Oder sagst du, hey, abends ist total die Luft raus. Ich habe ein paar erwachsene Schüler, die nehmen zum Beispiel ihre Gitarre mit ins Büro und spielen dort in der Mittagspause. Ne? Bürotour zu, setzen sich dahin, klampfen eine halbe Stunde und das ist deren konzentrierte Übezeit, weil sie sagen, da habe ich Muße, da sind die anderen Kollegen in der Kantine, da kann ich das machen. Also überleg da auch ein bisschen, was ist für dich eine praktische Zeit zum Üben. Manche meiner Schüler sagen, bevor ich morgens zur Schule aufbreche, nehme ich die Gitarre raus, setze mich hin und übe nochmal eine halbe Stunde. Ja? Die integrieren das schon so in ihren Ablauf, in ihren Tagesablauf und sagen, bevor dann die ganze Hektik losgeht mit Schule und ich dann mittags heimkomme, habe noch Hausaufgaben und muss noch Referat vorbereiten, was auch immer, setze ich mich einfach morgens hin. Also schau da, wann die Zeit für dich am besten passt. Nochmal rekapitulieren.
mach dir einen Wochenplan, setz dich hin und guck, wo sind überhaupt Zeiten zum Üben frei. Dann überleg, wann habe ich Bock zum Üben. Musst du nicht überlegen, schau es aus der Situation hinaus. Und drittens, überleg dir morgens, mittags, abends, was ist für dich am besten. Muss auch nicht jeden Tag gleich sein, ja, aber arbeite dann nicht gegen deinen eigenen Rhythmus und übe zu Zeiten, wo du sagst, da macht es jetzt für mich irgendwie keinen Sinn. Okay, die drei Tipps gebe ich dir mit. Schau mal, ob es für dich was bringt. Schreib mir gerne in die Kommentare, was du von den Tipps hältst, ob du es ausprobiert hast, ob dir es geholfen hat. Vielleicht hast du ja auch selber noch andere Tipps, auf die ich jetzt gar nicht gekommen bin oder die ich noch vergessen habe. Schreib mir das auch gerne dazu. Schreibt mir natürlich auch eure Fragen, Wünsche, eure aktuellen Probleme beim Üben. Dann gehe ich gerne in den kommenden Videos darauf ein. Ansonsten schau immer mal wieder auf der Seite vorbei, www.gitarre-gießen.de. Da gibt es ja auch immer wieder mal ein paar News. Oder du kannst da auch per Skype direkt bei mir mal einen Unterricht machen, wenn du sagst, ich habe eine spezielle Frage. Auch das geht. Ansonsten wünsche ich euch alles Gute. Natürlich noch ein super geiles neues Jahr 2018. Macht das Beste draus. Bis bald, euer Übedok.